Kirchengemeinde unter dem provozierenden Titel Auf der Blanke wohnt man nicht. Auf der Blanke, das ist inzwischen ein Stadtteil mit 12.000 Menschen. Wo, bitteschön, geht's zur Blanke, dem Stadtteil, in dem man angeblich nicht wohnt, der Adresse, die manchem nicht fein genug ist. Aber weshalb eigentlich nicht? Vielleicht haben all diejenigen, die sich so verächtlich über diesen Vorort von Nordhorn äußern, ganz einfach keine Ahnung von der Blanke und seinen Bewohnern, die sogar sehr gerne dort leben. Der Stadtteil hat auf alle Fälle ein eigenes, typisches Gesicht. Und er hat Geschichte. Keine sehr lange, aber eine, mit der sich die Leute identifizieren können. Die Anfänge haben die meisten nämlich miterlebt, als Kinder damals. Und so wie Nachbarschaften gewachsen sind, sind es im Laufe der Jahre auch die Häuschen, die man einfach den jeweiligen Bedürfnissen angepasst hat. Doch das Gesicht der Blanke ist nicht nur von den kleinen Siedlungshäuschen der 30er Jahre geprägt, die in Gemeinschaftsarbeit erstellt und dann verlost worden sind, oder diesen sogenannten 1000-Stunden-Häusern, bei denen sich der zukünftige Besitzer eben mit diesen 1000 Stunden Eigenleistung beteiligen musste. Die Blanke hat sich problemlos auch den neuen Verhältnissen angepasst. Harmonisch lebt sich's allemal. Und alt und jung leben hier nicht nebeneinander, sondern miteinander. Das Stückchen Stadtgeschichte, das aufgearbeitet worden ist, soll diese Zusammengehörigkeit eigentlich nur unterstreichen. Die Älteren erinnern und die Jungen informieren, wie es damals war. Damals, vor 50 Jahren, und das wird keineswegs schamhaft verschwiegen oder vergessen, standen hier Kriegsgefangenenlager. Gegen Kriegsende war die Blanke dann die neue Heimat für Flüchtlinge aus Schlesien und Pommern. Baracken lösten die Lagerbauten ab. Aus dieser Zeit wissen die Kinder nur durch Erzählungen. Aber das, was hier auch schon ein Stückchen Geschichte zum Anfassen ist, kennen doch einige von ihnen. In so manchem Häuschen aus der sogenannten Gründerzeit, bei den Großeltern, findet sich noch dieses oder jenes Mobiliar oder sind diese Haushaltsgeräte noch in Gebrauch. In den 50er Jahren wurde auch auf der Blanke fleißig gebaut. Die Flüchtlinge, die als Arbeiter in der Textilindustrie untergekommen waren, zogen um. Der Ruf als Lager- und Barackenstandort und eben als Arbeitersiedlung allerdings hat sich hartnäckig bis heute gehalten. Auf der Blanke wohnt man vielleicht deshalb nicht. Doch wer ist überhaupt Mann? Die Blanke-Bürger jedenfalls nehmen dieses Vorurteil gelassen hin. Sie wissen es ganz einfach besser. Es lebt sich gut und gemütlich hier, nach wie vor. Und um die Identitätsfindung für den Nachwuchs braucht man sich, so glaube ich, auf der Blanke keine Sorgen zu machen.